So, guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Entschuldigung, die Verspätung, kleine. Ich hatte nur einen Frosch im Hals, also meine Stimme ist immer noch nicht die beste. Deswegen gehen wir sofort über, was heute passiert ist. Im DAX ist heute die Volkswagen-Aktie einer der Tagesverlierer. Hier wurde gestern die Beiträgermarke erreicht, doch mit, hier sieht man schön dann den Ausbruch über die Hochs und nachbörslich, beziehungsweise heute früh gab es wieder neue Anklagen, dass VW auch andere Motoren manipuliert hätte, aber das wurde dementiert und aktuell hält jetzt hier noch der Aufwärtstrend. Hielt mehr oder weniger exakt dann heute dem Verkaufsdruck stand. Also hier ist auf jeden Fall auch der Aufwärtstrend sollte beobachtet werden und natürlich dann das letzte Tief. So, dann kommen wir zum DAX und wieso eventuell dieser, ja, das hier, aktuell Probleme hat über die Marke von 11.000 Punkten zu kommen. Das war damals nur eigentlich relativ schnell eingezeichnet, ein Trendkanal damals, circa am 22. Oktober. Und mit dem gestrigen Hoch wurde der Prinzip genau exakt nochmal erreicht, die Trendkanal-Oberkante. Heute hat die Kraft der Bullen nicht ganz ausgereicht, nochmal den Trendkanal zu touchieren. Und aktuell stehen wir eben an der, genau exakt an der Gap-Kante. Also mehr kann man jetzt im Moment aus dem Chart hier jetzt nicht hervorbringen, außer dass wenn ein Ausbruch über die 11.000 Punkte-Marke, also über die Trendkanal-Oberkante kommt, könnte eben, wie gestern schon im Video erwähnt, hier exakt sofort mit einem kleinen Short-Squeeze bis auf 11.180 Punkten etwa ansteigen. Hier, was man im Tageschart noch sieht, ist schön, dass er eigentlich über dem EMA10 ständig bleibt und dieser verläuft eben aktuell bei 10.750. Das bedeutet, alles was da drüber ist im Tageschart, muss man bullisch interpretieren. Kommen wir noch zu dem anderen Chart, wo die ganzen die anderen Widerstände eingezeichnet sind. Einmal war es ja hier die Gap-Kante. Da sind wir eben aktuell wieder. Eine Marke, die eben bei 11.040 Punkten Widerstand ist. In diesem Fall eben auch noch hier die große Gap-Kante zwischen 11.180 und 11.280 Punkten liegt. Plus eben noch die Abwärtstrendlinie. Im kurzfristigen Fenster habe ich gerade einen Chart neu bearbeitet. Hier liegen jetzt im 4-Stunden-Chart liegt eben die Rainbow-Oberkante. Liegt eben exakt auf der Gap-Kante jetzt hier auf und der Kurs trifft eben drauf. Hier ist es möglicherweise, folgt ein Abprall, kleiner. Im Stundenchart sind wir eben hier auf dem EMA 38 angekommen. Hier kann man jetzt im Prinzip sagen, auf Stundenbasis gibt es die nächste wichtige Unterstützung, liegt noch bei 10.850-60 rum und dann im Prinzip auf Tagesbasis eben dann schon die vorher erwähnten 10.750 oder 10.760 Punkte Marke. Hier der EMA 200 steigt dann eben im Stundenchart auch noch auf. Wir haben hier dann auch heute Abend, wenn es hier jetzt wirklich
ja, weitere Verkäufe gibt. Wäre auch heute Abend eben dann die der EMA 200 im Stundenchart eine Unterstützung. Kommen wir ganz schnell noch zum Dow Jones Index. Hier hat er jetzt gestern, wie erwähnt, immer wieder diese, die Bären konnten antäuschen, aber die Bullen haben dann eben klar dominiert. Und hier ist es wirklich noch wichtig, was der Kurs in dem Bereich von 17.930 bzw. 17.870 Punkten macht. Also das ist für mich wirklich noch eine der letzten Bastione der Bären. Wenn die fällt, ist wirklich der Weg nach oben offen. Aber hier ist immer noch mein präferiertes Szenario ein Abprall, dreiwellig Abprall und dann eben nach oben. Ob jetzt dieses Szenario, das war jetzt, ist auch natürlich möglich, dass hier komplett Abverkäufe kommen, aber das Blaue ist mein präferiertes, dass man spätestens hier bei 17.300 Punkten etwa wieder nach oben abdreht. Und wenn die Märkte weiterhin so stark oder auch hier nur kurz abprallen, dann kann sich das auch nur bis zur 17.000, Rücklauf bis zur 17.500 Marke, könnte nur ein Rücklauf stattfinden. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und ich melde mich dann heute Nachmittag nochmal wieder. Bis dahin wünsche ich allen gute Trades.